Live. Sind nicht live. Funktioniert ein Ton. Ich mal bei YouTube gucken. Ah, noch nicht da. Refresh. So was. Nein. Ein Ton scheint zu klappen. Wir sind auch schon drei. Ihr seid echt am Chat wie ich. Wie macht ihr das? How do you do that? You are there before me. Ich sehe an dich. Perfekt. Sarah, moin, wie geht es? Lachsoir, was auch du? Khaled al Ashmoud Falaros Lux Mohammed Aisha Hofali sind ich glaube richtig. Moje alle Gute. Voilà, da ging ich noch eine Share machen. Im Moment sind wir direkt drum, du. Eine Share auf Facebook. Video Chat Nummer 29 schon, wow. Let's go, ich lege. So, Post. Moje Amadou, moje Giselle, moje Nashid, moje Michelle. Muss aber alles aufpassen. Das Public, das Vegetarien. Voilà. Perfekt. Da sind ich also auch auf Facebook. Und da sind ich nochmal bei Ash. Wie geht es? Alles an der Reihe. Heute ist kein Carbon. Kein Carbon. Mit einem Mutz. Und Liliana hat auf Facebook mein Posting geschenkt. Merci Liliana. Ich hoffe, du kannst auch reinkommen. An den Chat. Oder warst du vielleicht am Chat an der Schwese nicht? Voilà. Lachsoir, Fred, machen wir einen anderen Promi-Quiz. Für was nicht? Wird das dir gefallen? Haut uns auch einen Video-Chat-Quiz an eine kleine Überraschung. Ich hoffe, es klappt. Das ist nicht einfach mit der Technik. Dann hab Problem, als abläuft den Ton. Voilà, hallo da, das hat schon geklappt mit meinem Scroller. Ich bin so happy mit meinem Scroller. Und ich kann dann noch ein Reklam abblenden. Hahaha. Oder, das ist die Frage. Das ist übrigens Glücks-DVD. Mit der könnt ihr auch letztes Mal schleiern. Das ist ein Buch mit einer DVD. Das sind 16 Lektionen mit der Fante Euro auf YouTube. Oh, ich weiß nicht, einer geht da drüber. Voilà, das ist Lux-DVD, die geht es auf Französisch, aber es geht es auch auf Englisch. Und du hast Werbentabellen auf Englisch. Und dann ist Lux-DVD auf Englisch, ja, muss ich ausmachen. Voilà. Also kann ich es schon sehen, ne? In seinem Mischpult wird, in seinem Videochat, da ist er live, ganz Welt kann gucken. Vielmals mehr so Ballfall, dass er mich nicht vergessen und anders darum gucken kommen sieht.
So, an lo schaut nicht aber was meinst du aus? Das Scroller meinst du mal aus. An hi meine ich auch den du aus. Voilà. Dann mal schon mit meiner Hauptzeit. Und da wird ja dann mein Wortdokument. Wen hast du danach du? Schon 26 Leute, fantastisch. Amadou, moin. Batol, moin Jérôme, wie geht es heute? Gut, Besserung, merci. Bah, schon den Hirsch haben, denn das ist normal. Aber mehr, ich hoffe, dass es den Hirsch haben. Also, ich muss viel netzen. Wenn ich halb an bleiben und Fenster sind halt so, dann ist kein Problem. Aber sobald ich für und dir gehen, das ist eine Katastrophe. Und dafür kann ich im Moment doch nicht ankaufen gehen, weil. Wenn ich am Boutique aufhänge mit Netzen, Eternuer, da gucken die Leute, oh, bleib doch hier. Wir schon noch eine kleine Reserve, ça va. Aber wen hast du danach? Lars hast du. Michel schreibt, ein Mutz, der das eh von meinen Lieblingswerten auf Lützebäuerisch. Ein Mutz hält gut warm, ja? Wenn das wichtig ist. Tees hast du. Katja Asrem du, moje Katja. Fredle Monegask, Mola Sissi, Sama Saleh, Juri, salut. Moja, dann proposeren ich das Jufenke mit der Lektion, ne? Was tun ich für eine Schau präpariert? Das ist die Kurve vom 13. April 2020, meine Nummer ist immer noch Jerome Lulling. Moin, wie geht es? Alles an der Reihe. Merci, dass ihr das Mat macht. Nächstes, à nouveau, again. Dieses Video-Chat ist für jeder, der gerne Lützebäuerisch lehrt. An der Ostervakanz organisiere ich alle ein Atelier, ein Workshop. Aufgepasst, ich schon den Heerschnapp. Rhume de foin, hey Fieber. HBB. Asef Abibti. Skrinja Seele. Boah, und dann, was tun ich noch? Grammar, ja. Wir sind ein paar Kapitel, die wir schon behandelt haben, also von Nummer 20 bis 21. Und hau das 29. Ich schwätze noch ein bisschen kurz über den Ut-1. Ich habe ein bisschen besser präsentiert, aber immer noch nicht komplett. Video-Chat-Quiz. RTL-Artikel, Promi-Quiz, auch noch Ausdruck, der hat mich schon gefreut für Ausdruck. Ich hoffe, wenn man der Zeit abgeht, dann machen wir auch noch einen kleinen Quiz mit Ausdruck. Voilà. Boah, da sind andere Sujets, die man noch können machen. Pluriel, Mouvement, Position, Passé composé, Mot de Liaison hat mich schon gefreut. Obwohl, das haben wir schon ein bisschen gemacht mit dem S und mit dem N. Vokabular, Sprachentest, Expressionen, Ausdruck. Voilà. Ja, da fängt schon mal der Grammar. Also, nach einkehr et, ein. Das benutzen wir immens viel für zu so ein quelqu'un, somebody, jemand. An Negation als et, kein, Person, nobody, niemand. Ein bisschen groß machen. Voilà. Und dann hört er zum Beispiel froh, hört den Ugeruf? Ja, et hört den Ugeruf. Oder nee, et hört kein Ugeruf. Somebody called, nobody called. Quelqu'un appelé, personne appelé. Und den et, da das Wort, das aus sich keine richtige Funktion hat. Das ist ein Füllwort, ein Expletiv, ein Filler. Und das gesagt, wenn in die erste Position zum Beispiel mit Göster ersetzt, ja, Göster hat den gerufen, dann ist kein Ut mehr da. Nee, Göster hat kein gerufen. So einfach. Also Ut, ein Expletiv, ein Füller, ein Füllwort. Was auch gemacht wird am Lützburgischen, dass sie den Ut nicht richtig ausschwätzt. Sie den einfach, tut ihr mir das gesagt? Am Platz, Ut hat ihr mir das gesagt. Oder tut kein mir dat gesot, da könnt ihr auch so ein tut kein mir dat gesot. Die zwei. Das fand da vielleicht scheint an den Text da mit dem T, wo den Öff hier drauf fehlt. Und das ist die Erklärung.
Also ich so noch nicht, et hat ihm mir dat gesucht. Normalerweise und ich tue mir dat gesucht. Ganz sicher. Moin Tisi. Hast du das nachgekommen? Nee, 32 die Gucker. Mach das ja super. Aber gestern hat dann auch jemand gefragt, kann ich noch irgendeh so. Und effektiv, du kannst auch so ein et hat irgendeh mir dat gesucht. Et huet irgendeh mir dat gesund. Wenn man irgendeh, du kannst dat auch an die erste Position setzen. Das ist einfach, irgendeh huet mir dat gesund. Quelqu'un me l'a dit. Somebody told me. An war das so den Unterschied tischt, et huet eh mir dat gesund, an irgendeh huet mir dat gesund. Ich meine, du hast keinen Unterschied. Semantisch. Irgendeh huet mir dat gesund. Et huet eh mir dat gesund. Vielleicht, wenn ihr seht, irgendeh, da weiß ich nicht mehr wen. Da weiß ich wirklich nicht mehr wen. Und es ist vraiment plus qui c'était. Oh, you really can't remember who it was. Maybe that's the difference in the signification. Mit viel Menschlichkeit. Aber wir benutzen den Toten extrem viel. Und voilà, das müsst ihr vielleicht auch mehr trainieren. Ich bedauere immer noch, dass wir kein Online-Gramm mehr haben, wo ihr das da könnt nur gucken und da könnt ihr nicht halb schwätzen. So muss ich dann immer alles neu lesen, und sichern und abbauen und bla bla bla. Und voilà. Wurde denn froh? Wurde denn froh? Nee, kein froh. Dann der nächste Punkt, wo ich präpariert habe. Ja, gestern hat schon darum diese Fehler gesucht. Das ist den Secondo Pia, so heißt der Mann. Den wird von 1855 bis 1941 gelebt. Und er war der erste Fotograf, den gleichen Durchfuhr von Turin fotografiert hat. Und zwar den 21. Mai 1891. Am Französischen hieß das Le Sueur de Turin und am Englischen The Shroud of Turin. Und schon hast du eigentlich auch, weil er etwas Kleines präpariert. Hier ist der Wikipedia-Artikel, da hat er den Herrn Secondo Pia an der da als die weltberühmte Foto, wo eben, kehr ich dich weiß, ist das Lord Jesus Christus oder ist das ein anderen oder ist das ein Trick, ist das von Menschen gemacht, ist das ein Artistik, ja, als das Kunstwerk oder als etwas Übernatürliches, als ein Wunder. Viele Theorien, das könnt ihr ja mal ein genau gucken, alles das ist ganz spannend. Hallo, am Kader von Ostern habe ich gemeint, ich sollte das dann aber auch ein kurz mal behandeln. Und leider geht das über das Gleiche von Turin kein Artikel am Lützebäuerischen Wikipedia. Also am Französischen und am Englischen ja, aber nicht am Lützebäuerischen. Die Lützebäuerische Wikipedia ist noch relativ klein. Ich meine so um die 60-70.000 Artikel, was für Lützebäuer Spruch enorm ist. Aber boah, das ist extrem viel Arbeit. Also ich bin ein riesen Fan von Wikipedia. Voilà, das war dann die dritte Geschichte. Und dann ein Wort, was ich immer falsch mache, Fred Le Monegasque, nee, kein Frohen, das das Wort Hues. Und das das ein beloden Osterhues. Und ein Hues am Englischen als Herr. Ich hoffe, ich habe nicht richtig selbst geschwärmt. Und am Französischen als Lièvre. Okay? Und das andere ja, das das ein Kaninchen. Und das ist ein Rabbit oder Bunny, und das ist im Französischen ein Lapin. Und ich, am letzten Bösen meine ich klar, das ist ein Hus, das ist ein Kaninchen, die Däre sehen ja auch nicht das aus. Ein Hus hat mir lange Ohren und so. Aber am Französischen und am Englischen ist verwechseln andauernd die Wörter. Sorry. Dafür habe ich das dann auch noch ein Keer richtig abgeschrieben, hoffentlich. Okay. Dann, was tun ich als nächstes für ihr präpariert? Ah,
Mein Videochat-Quiz. Ja? Das hat schon gut geklappt, letzte Woche. Ja. Da geht er auch mal ein bisschen schon aktiv. So schwätzen ist immer nicht mehr high. Und das ist ja immer ein bisschen langweilig mit der Zeit. Und zwar. Michel denkt froh. Das stellt froh. Lass war sie, kann Englisch, dass sie so sehe. Ja. Also ich mache noch gut. Oh. Ja, also der Videochat-Quiz. Fünf Fragen. Die erste Frage ist, wen ist der Großherzog Henri geboren? A. 1955, B. 1953, C. 1965. Zweite Frage. Wer ist der passende Komposé von Ich so nicht? Dritte Frage. Wie wird Place d'Armes an der Stadt auch noch genannt? Feiert froh, was das der Gegenteil von Liederisch? Fünft froh, was für ein Film weist RTL diesen Samstag, den 18. April um Erdauer? Das sind meine fünf Frohe. Ein bisschen mehr klein. Voilà. Nur, dass alle Guten da stehen. Und da sind schon mal gespannt, wer da. Mahai, hier schreibt. Giselle? Ja, das ist richtig. TA? Den Alexandra ist da. Moin Alexandra. Terry Schmidt? Moin Terry. Katja, mach doch mal. Endlich schreibst du mal in sein Gerappes, Katja. Mal der Matthäi richtig Progrehe gesehen ist. Ja. Also, was tut er mal dann habe ich jetzt geschrieben? Giselle sieht für den A, das war 1955. Der Fredli Monegaske schreibt, der Großherzog Heng. Ja, mein Sohn auch Heng. Oder Henri. Der könnte auch so in der Grand Duc. Das ist egal. Für den Passé Composé, was schreibt er mal dann do? Oh, den Amadou, der schreibt sogar, der 16. April 1955. TR schreibt, ich schon nicht gesucht. Ich nicht gesucht. Das ist falsch. Fred Monegasque, schon nicht gesagt, das ist richtig. Der Feier, TR schreibt fleißig, ja, mir ist ein Schreibfehler. Und zwei S geschrieben. Katja, schon nicht gesagt, das ist richtig. Fleißig. Dann Alexandre schreibt für den drei Plays, mit das aber Plus, muss er richtig schreiben. Terry, schon nicht gesagt. Schuri Schink, schon nicht gesagt. Was tut der flott nehmen? Was tut der flott nehmen? Ja. Ah, wo 34 Leute die gucken, immerhin. An der Lest geht Statistik ein bisschen hoch. Ich weiß nicht für was. Mich verstehen. Vielleicht würdet mit Ostern sie den. Vielleicht sind auch einfach ein bisschen gelangweilt. Vielleicht wird auch etwas anderes das geplant. Wer weiß. Ja, Giselle, Place d'Armes wird auch nach Place genannt. An Lude mal just nach, ob die Frau 5 nicht geantwortet. Ob die Frau 5 oder man auch nicht geantwortet. Naja, bon. Hallo, könnt ihr mir eine kleine Überraschung? Ich hoffe, das klappt. Ich habe immer ein Problem mit meinem Ton. Der Mann, ah, da muss ich heute den Ton ausmachen. Ja. Das geht das Ego. Da so da mal, ob da den Ton richtig hört. Hä? Eifrisch, das geht doch. Schuri Schink, ich fand da die Mann für den Spruch zu lernen. Merci, gern geschehen. Und der Mann ist heute den Desktop Audio an. Und da kriegen wir laut Lesung für gelesen von meinem RWD. Und da das. Tata! Lauscht das! So da, ob der Retail dauert, tschüss, 1 Minute.
Moin und gue, hei aus der Lesung vom Quiz von Hautz. Der Großherzog Henri gauf den 16. April 1955 geboren. Der Passé composé von Ich so neist als Ich schon neist gesot. Place d'Armes geht auch nach Plus genannt. Der Gegendeel von Litterisch als Fleißig. An der Film, den RTL nächste Samstag, den 18. April um 8 Uhr aufweist, als Premiere vom Superjump. Merci, aber bis geschwind. Moin und gue, hei aus der Lesung vom Quiz von Hautz. Der Großherzog Henri gauf den 16. April 1955 geboren. Der Passé composé von Ich so neist als Ich schon neist gesot. Place d'Armes geht auch nach Plus genannt. Der Gegendeel von Litterisch als Fleißig. An der Film, den RTL nächste Samstag, den 18. April um 8 Uhr aufweist, als Premiere vom Superjump. Merci, aber bis geschwind. Schreiben am Ton nun. Und dann mache ich mein Desktop-Audio aus. So, also, was tut er mir da geschrieben? Super la Video, merci. Aktiv, nee. Was hat sie gesagt über den Film? Fred Le Monégasque, wenn er es hat. Ich konnte es gut hören. Das war Korrektion, Michel, ja. Den TH schreibt, super Jam, voilà. Battle schreibt, merci für hat. Good job, schreibt Lassoir. Good job, schreibt Shuri Schink. An der Lassoir schreibt, super Jam. An Sarah schreibt, super. Voilà. Das war Christine. Christine war ja schon ein Kehai an der Sendung, aber du da just den Ton an ein Foto gesehen. Alonisch probiert, mit ihm einen Clip zu machen und hat mir geholfen. Vielmals merci, Christine. Ich muss ja nur noch gucken, ob das doch geklappt hat mit dem Ton. Ja. Ich lehre ja auch noch, wir experimentieren alle Guten. Das ist manchmal mehr interessant, wie wenn ich mich schon mal länger gesehen habe. Ja. Also, dann war das also 1955 für die Grand Ducari. Ich so neist, dass das dann schon neist gesot. Aber wie geht Place d'Armes an der Stadt auch noch genannt? Wir nennen es auch noch Plus. Die Gegendeel von Liederisch als fleißig. Oder was hat er nachher geschrieben? Aktiv. Ja, kann ich noch so ein. Das hat nachher Apps geschrieben. Ne, ich fand das los. Eifrisch. Eifrisch, das geht doch, ja. Eifrisch. Zélé. Quelqu'un qui fait des efforts. Liederisch als paresseux, lazy. Als fleißig als dann Zélé, somebody who is not lazy. Und dann eben die große Sensation. Was für Film weist RTL diesen Samstag? Den 18. April um 8 Uhr, also heute ist den 13. diesen Samstag. Weltpremiere. Tada! The Superjump Returns. Als das kein schöner Kado von RTL. Merci für die Position, Kerstin. Nee, nicht Kerstin, Christine. der Farbot, der freut mich. Mad oder Uni Lützburg ist einer Titel. Ich weiß es nicht.
Das kann ich nicht so. Lachs war ja, das TV-Premiere für den Superjump am Fernsehen. Der Film ist ja von 2018. Sarah sieht, kann ich noch so nicht liederisch? Ja, das geht natürlich auch. Du bist nicht liederisch oder ein Synonym, du bist fleißig. Kazem, bon. Dann, ja, Matt oder ohne Untertitel, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dann lo, was RTL dazu möchte, für Reklam dort zu machen. Und statt gemacht. Hi. Ja, also hier ist der Grand Ducari. Du siehst da, er ist der 16. April 1955 geboren. Ich bin ein riesiger Fan von Lützebäuer. Von der Lützebäuer Schachversion von Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Was die Leute gemacht haben, Chapeau. Also, riesiger Respekt. Ja, RTL, das ist auch interessant. Darüber können wir in einer Kirche schwätzen. Das ist am Zirkel. Und sie machen lo Chamber-Sitzungen am Zirkel. Also nicht mehr an ihrem Gebäude um Krautmarkt ist das. Mach schon was. Für die nötigen Sanitäroplagen anzuhalten, ohne dass die parlamentarische Arbeitsstörer leid, plündert Chamber vom Krautmarkt ob. Plus da, also ob Plus, und du hast den Zirkel, und du sind ja auch hier, du. Ich kann erst Foto weisen, für die Remise des Zertifikats, das ist ein wunderschöner Saal. Seid ein bisschen schnell wie in einer Klasse. Aber ich weiß nicht, ich habe aber mein Bedenken, wenn ich die Fotos so gucke, beim Social Distancing, 2 Meter, mit den Masken. Ja, das natürlich wichtig ja, für den demokratischen Prozess hier bei uns am Land. Wie wird mit einem Videochat, Videokonferenz, Facebook Live? Ich hoffe, dass nichts geschieht und ich hoffe, dass alles klappt. Ich schmecke ganz bestimmt nicht. Ich meine mal auch nicht. Plaisir für das witzig zu fangen oder was auch immer. Nee, also Zeit ist schlimm. Das sind just Propositionen, falls das dort nicht soll klappen. Wir haben die technisch Mayen. Mit Zoom, Microsoft Teams, was man noch, FaceTime, Facebook Live, Videochat auf YouTube. Die kann ich noch private Settings erstellen, da gesagt, ich verwendet. Also viel Möglichkeiten. Bon, also. Dann, der Stefan Meyer, Stefan, ich schreibe, der französische Präsident hält sein Rede. Boah, das. Ich will es echt dauern, lobe mal das Südfrieden um mehr dauern, ja. Aber das ist nicht schlimm. Es ist schon große Konkurrenz. RTL hat noch eine andere Initiative gestartet, die ich ganz flott fand. Den 80er Tag oder 80s Tag auf RTL. Die décidiert mit, wie ein Musikfreude bei uns lebt. Donc, vous pouvez décider, quelle Musik on va jouer, des années 80, what kind of music we will play. Music from the 80s. Na, 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 na. 80s. Aber wir nun mal an los. Scorpions, Michael Jackson. Der Bruce Talking Heads natürlich, hat er keinen Schnitt, den Tom Waits, voilà. Und ihr könnt Tomat machen. Ich stricke nur eine do Play, weil du das so Resümee von lauter Poplieder und da seht YouTube, Game Over, mein Junge. Aber ihr könnt der Proposition herausschicken auf musik@rtl.lu, was für Lieder von den 80er sollen sie da spielen. Also, Avio Amateur, ich fand das eine flotte Initiative. Vor allem für die älteren Generationen von uns, die dachten schon nach Mada lebte. Ne? Demut go to MTV und wie hat er den anderen Sender geheißen? Music Box, The Rock of Europe. Ja, das
mit der DJ Catcho. Und das tun wir an unserer Jure dann immer dafür gucken. Haut euch seit Jahren alles auf YouTube. Und ihr könnt auch gucken, wann ihr wollt. Aber früher war das so. Und dann musste ich ein Urrufen und so. Ich hätte noch gerne das dritte Lied. Nur die Stunde lang musste ich warten. Und dann kriegte ich Fleisch, die Autorisation. Und dann konnte ich so. Ich schicke noch ein schönes Bonjour um meinen Joffa, an meinen Prof, an meine Freundin, an meinen Kollegen, an meinen Opa, an meinen Hund. Ja, das war das schwere Haut engem. Das zu veranschaulichen, zu illustrieren. Wir waren so an einem Tunnel. Wir müssen anrufen bei RTL und, oh, wenn ich klifft, spielt mein Lied, wenn ich klifft. Boah. Was schreiben Sie hier nach Talking Heads, Maya? Und Stefan schreibt. Den Präsident schreibt für den 11. Mai hält ihn ab mit dem Lockdown oder mit der Ausgangssperre an, wie hieß das auf Französisch, beim Confinement. Mal gucken wir mal. Der Superman hast du, richtig. Lass mal, fragt mich, was war dein Lieblingsband? Mein Lieblingsband? Ah, das ist ein interessantes Thema. Ist schon eigentlich kein Lieblingsband. Also, das ging ich nicht so. Aber ich schon ganz viel Scheißmusik gelauscht, wie ich jung war. Ganz viel Schrott. An Richtlo, wo ich mir all gesehen und auch mal im Internet, auch mit Google, kann ich dann die Lyrics, die Parole von den Liedern gucken. Und da muss ich so effektiv. Ich guf gut Ugeschoss. Ugeschoss. Weil ich schon die Lieder auch nie verstanden. Ich schon das Englisch nicht verstanden. Aber sie sangen nicht über Blumen und sie sangen auch nicht über Kleider. Aber sie sangen am Anfang immer neben dasselbe. Ja. So geht keiner ungeschmiert. Ungeschmiert, das ist auch. Aber boah, was willst du machen? So, den Tom Waits war mein Lieblingssänger. Die sieht super, gern geschieht mal. Aber das war eigentlich die von RTL, nicht mehr. Ne? Dann, RTL proposiert auch eine Serie von neuen Filmen, also von Filmen auf Lützburg, das habe ich schon ein paar Mal gefragt. Wir lassen RTL 2. Couillonné, Ugeschoss. On s'est fait avoir. Hein? On ne connaissait pas les paroles, on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui on dirait que c'est quand même limite pornographique. Mais bon, la jeunesse ne savait pas. Mais c'est un autre thème. Ja, also du siehst da RTL 2 präsentiert Filme auf Lützburgisch Troublemaker, das Haut und mehr Dauer. Moi, Club des Chômeurs. Am Mittwoch Rusty Boys, am Donnerstag Wuba Bluba, Lapp beim Boom. Ist gut trainiert. An den Freitag The Back in Trouble. Das sind alles Filme von Andy Bausch. Hier ist der Regisseur. Und das ist mit Thierry van Werwicke, der leider auch nicht mehr erinnert ist. Das ist schon mehr lang tot. Da könnt ihr das gucken. Voilà. Also, das war die Reklam. Und die andere Reklam, das ist also dann The Superjump Returns. The Blockbuster. Superjump Returns. Um RTL 2, ja. Nicht den einfachen RTL. RTL 2. Und du stellst also pur Frohe. Echt froh, sind da wenig interessiert ihr für The Superjump. Sind da die mit der Gött, ich bin Fan von der ersten Stunde. Ich bin Fan der Premiere. Ja. Ich bin schon als Kind, mal haben sie ein BD gelesen, mal für und allem durch den Film und durch die Personage seine Aventure keine Schätze gelehrt. Denn das ist ein S, den ist zu viel. Das ist ein Fehler. Donc,
En tant qu'enfant, j'ai parfois lu ces BD. Sometimes as a child, I've read the comics. Mais c'est surtout à travers le film que j'ai appris à apprécier le personnage. Especially thanks to the movie that I learned to appreciate The Adventures of Super Gemp. Schon den Super Gemp Bericht kennengelernt, wo der Film an die Kino kam. So I've only learned about Super Gemp when it came to the movies. J'ai seulement appris que Super Gemp existait grâce au film. Und der Super Gemp hat mich noch nie interessiert, und auch den Film selber sieht man nicht viel. Ça m'intéresse pas. Ni la BD, ni le Film. I don't give a flying whatever. Movie or BD or Comic, I don't care. Voilà, Monsieur Dame. Also, was soll ich dann anklicken? Also, ich persönlich, sind dem mit der Gött, ich bin Fan von der ersten Stunde. Ich bin noch nicht so richtig Fan vom Super Jump. Ich habe sie gelesen, nicht alle, ich habe sie nicht gekauft. Mir ist schon eine andere BD viel besser von vom Chuga alleine. Das sind die Liner, das sind die Duo, die die Personage entwickelt haben. Und zwar The Peshat. The Peshat, ich war immer ein Riesenfan von Peshat. The Peshat fand ich mehr witzig. Mehr bon. Und das Problem war auch, dass der, wo der Super Jump gemalt wird, also sei kein Foto vom Super Jump, mit dem wird auch Chulbischer gemalt. Il a aussi fait des Illustrations pour les livres scolaires. So we also did the comics for the school books. And that's why I had a little aversion. J'avais une certaine aversion. Mais c'est pas à cause de la BD, c'était juste. Ah! C'est le même style, c'est le same style. Mais The Passion, das ganz gut. Fand ich mal. Leider gehört auch für King Sweet. Mais je kann Super Jump nicht mehr rekommandieren, das ganz mit ganz viel Nuancen noch gemacht für die Personagen und für die Referenzen an der Politik an zuletzt bist noch exzellent Wortspieler, les jeux de mots, the word, they play with the words, very very nice. Und die Uni Jura analysiert eine Menge These über die lexikalische Kreativität. Klammert so. Der Film selber habe ich noch nicht gesehen, also ich bin dann auch gespannt, ob der Film. Also guck, ich klicke dann nun, hinterdem mit Gott, ich bin Fan von der ersten Stunde. Voilà. Und, du könnt nachher ein froh. Welche Personage gefällt euch am Super Jam Returns besonders gut? Ja, da kann ich jetzt so, ich habe den Film noch nicht geguckt. Der könnt also auch die Quiz dann machen. Schicken erst den Link. Wann ich klebt. Und dann, was tun ich als nächstes für euch proposiert? Ah, ein Promi-Quiz. Promi als quelqu'un de célèbre, famous, bekannt. Seht ihr noch am letzten Beispiel? Ein Star, VIP, ein Celebrity. Und die muss nur den Personage fangen. Froht nur Beruf, nur der Nationalität, nur Alter, nur der Familiensituation. Situation, ja, richtig geschrieben. Und dann weiß ich den Personage. Bin ich mal gespannt. Ja, der Peshat, Agent de Circulation, Le Pervenche. Voilà. Also, dann tippt mal ein bisschen. Schon genug geschwärmt. Prost. Fred Le Monégasque. Was für eine Nationalität hat das Person? Franzos. Das Person hat die französische Nationalität. Das Person als ein Französ oder ein Französin. Lass war. Also denk Frau? Nee, das ist ein Mann. Das ist also Französ? Nee, Mola, ein Mann. Ein
Mann, ja. Der, richtig, ein Mann. Ja. Ah, wie könnte das sein? Katja Fred, was für ein Beruf hat hier? Giselle Fred, lebt hier noch? Voilà, das sind die richtigen Fragen. Nee, lass mal. Bleibt leben, nee, lebt hier noch? Domenico, der Macron, nee. Was ist sein Hobby? Ah, das weiß ich mal, ne? Also der Schauspieler, nee. Also Katja, Fred, was für ein Beruf hat hier? Jenas Schriftsteller. Giselle, lebt hier nach? Nee, Jenas tot. Hobby, das weiß ich nicht. Als hier ein Politiker. Das weiß ich noch nicht genau. So leben nicht. Und hat auf alle Fall Probleme mit der Politik. Hast du Frau mich all wie hier? Weiß ich auch nicht. Also der Promi wie der Jerome? Hin ist ein Superstar-Promi. Ich sehe kein. Ich sehe eine Promi Z, ein ganz kleiner Promi. Das ist super bekannt. Den Uderzo, nee Katja, das nicht den Uderzo. Wo wohnt hier? Wie alles hier? Batol, hier hört eine Zeit heute zu Lützebusch gewohnt. Ja. Maria, also der Prinz Albert. Nee, das ist nicht der Prinz Albert. Wie alt ist er? Dann muss ich das gucken gehen. Der könnte mich auch freuen. Den Johnny Hallyday. Ist er ein Sänger? Nee, das ist ein Schriftsteller. Ein Auteur. Der Florent Pagny. Presque il roule, pas vraiment cool. Presque il roule. De Florent, hin und immer Probleme mit seinen Steuern. Ich meine, du wohnst nach Portugal, ich bezahle Steuern. Und Leute sagen immer, du bezahlst keine Steuern. Und ich sage, doch, ich bezahle Steuern. Ja, sind da wenig als hier dort, alle. Also hier nach 1885 gestorben. 1885 gestorben. Er ist 1885 gestorben. Also der Jacques Chirac? Nee. Der Jean-Jacques Rousseau? Nee. Ist sehr groß. Das weiß ich noch nicht. Männer super bekannt. Den Emile Zola? Das nicht den Emile Zola? Ja, hier war auch Politiker, ja, das wusste ich nicht. Senator. Hier war an der Académie Française, Funérailles Nationales. An den ist begraben am Panthéon von Paris. Panthéon zu Paris, ja. Giselle schreibt, richtig, Katja, richtig. Amadou, nee, nicht der Molière. Nee, Maria, nicht der Alexandre Dumas. Ich von seinen bekanntesten Werken, als zum Beispiel Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Ja, hier war 2 Monate zu Lützburg. 2,5 Monate zu Feiern. Zu Dickerisch und zu Mondorf. Zu Mondorf war der Kür Thermal. Und hier geht es zurück auf Frankreich 1871. Ja, da das der Victor Hugo, richtig. Der Sartre, nee, nicht den Dumas, nicht den Robert Schumann, nee, das ist der Victor Hugo, wunderbar, bravo, alles richtig. Hier ist das Foto, dann der Gesicht ist schon nicht gefuddelt, also als der Mann oder eine Frau, was für eine Nationalität tut das Person und so weiter. Hier ist Victor Hugo.
Weil ich eben noch einmal zu Lützburg war. Und da gibt es mein Joch Musee. Victor Hugo halt zu Lützburg. Also, ich habe nicht gelebt von 1802 bis 1885. An Les Misérables mit dem französischen Filmschauspieler, du weißt ich den Namen nicht mehr. Den ist super. Am Lino Ventura. Den ist super. Okay, das war mein Promi-Quiz für heute. Ah, noch mal ein bisschen Zeit. Ja, Daustrick. Wie kommt Joy raus? Zurück an mein Internet, denn das ist dann high. Ja, du. Den Essentiel. Fils de gagnant. Bravo, ja. Aber die musst Frage stellen, nicht einfach nimm. Die musst die richtig Frage stellen, trainieren wir. Und zwar, der Nessociel hat einen Artikel gemacht, Le Luxembourgeois et ses petites contrariétés. So, Luxembourgish and the difficulties. Und da haben sie mich gefragt, für so Ausdruck zu sichern, die ihr nicht direkt versteht. Und da ist Frage Nummer 1 von 10. Und das war, du gehst der Petter. Du gehst der Petter, und dann hörst du hi. Ça va te coûter très cher, ça va barder, j'ai mal dormi, c'est incroyable. Ja, was für eine Solution proposiert dir? Du gehst der Petter? Lass mal schreibt, schon an dem Victor Hugo Restaurant gehst. Wie ist das hier? Also, du gehst der Petter. Was schreibt er da? Was ist das? Ihrer Meinung nach. Und dann Alexandre sieht, du gehst der Arm. Also Nummer 1, ça va te coûter très cher. Boah, wenn ich mir so viel Zeit schmeiße, dann muss ich mir sehr. Ja. Also ich so noch, ça va te coûter très cher. Littéralement, là tu deviens parrain. Ja. Und sie schreiben leider das richtig. Nummer 2. Klibbermösch. Fais-moi confiance, aide-moi, fiche-moi la paix, appelle-moi. Klibbermösch. Können Sie etwas sehen? Ich weiß, dass du, die, die kein Französisch können, das ist doch ein bisschen schwer. Ich kann ja nicht noch alles auf Englisch übersetzen. Giselle schreibt 3. Fiche-moi la paix, leave me alone. Fiche-moi la paix. Richtig. Littéralement, sonner la crécelle. Numéro 3. Ich crée mes pachas. Je vais faire les courses, je vais devenir dingue, j'ai mal à la tête, je vais faire du sport. Je crée mes pachas. Sarah schreibt, Les Misérables mit Depardieu ist auch ganz gut. Ja, Frankreich wird ganz interessante Artisten. Auch ein Film von Gérard Depardieu, den ich immens fand. Emmanuel Béard auch. Von stehen nicht mehr. Aufhören. Ja, also ich kriege mir Pascha. Aber du schreibst, je vais devenir dingue, richtig. Littéralement, je vais avoir des chiots. Anna, Nummer 4. Quatsche noch. J'ai faim, tu m'en diras des nouvelles, j'ai oublié mon œil. Quatsche noch.
sich eine Scheide, blöde Film, wenn man den nun nicht Jean de Florette, Manon des Sources. Von Marcel Pagnol. Super, super Film. Das sind zwei Filme. Excellent. Ja, quetschen auch Monet. Littéralement des prunes aussi. Quetschen noch c'est ja, pulling my leg. Nummer 5. Va de cabes. J'ai faim, n'importe quoi, surtout pas, j'ai mal à la tête. Va de cabes. Ja. Ist das nicht doch ein Lied vom. Lass den Stopp von meiner Flasche gefallen. Ich stehe aber noch nicht da. Ist das nicht doch ein Lied vom Florent Pagny? N'importe quoi. Ja, Nummer 2. N'importe quoi. Va de cabes. Nummer 2. Littéralement, quel Schuh. Nonsense. Va de cabes. Nummer 6, mein Leben schon. Nom d'une pipe. N'importe quoi, mon cher ami, quelle belle maison. Mein Leben schon. Ja, Sarah. Sonny La Crécelle, das ist ein bisschen Jimmy White, ja. Ja, dem noch wie Internet-Connection hast du da ein bisschen mehr Verspätung, ein bisschen a little bit of Delay. Mein Leben schon. Domenico sieht ah, das ist aber Nom d'une pipe, mon cher ami. Ah. Bah, ich ging auch so ein echter Nom d'une pipe. Ja, littéralement ma chère Chaussure. Mais mon cher ami, mein Leben schon. Das Kind ist vielleicht auch mon cher ami, so. Mais Nom d'une pipe, ja. Der Nummer 7. Jenas Kridelösch. Il est malade, il s'est endormi, il est difficile, il est en retard. So, mein Leben schon auf Englisch, wie ging ich das übersetzen? Mein Leben schon. Dear Lord. Mein Leben schon. Es ist positiv, ja? Das ist just, das in. Überrascht, ja, a little bit amazed. Mein Leben schon. Nee, nicht my favorite shoe. Oder hier steht am Englischen my favorite shoe. So dir das. Oh, dear Lord, my favorite shoe. Ich weiß nicht. Hier in das Kredelösch. Was so da du? Giselle, il est difficile. Ja, Mama Fioron, il est difficile. Ich ging auch so, il est difficile. Ja, in das Kriddelisch, literalement, il est exigeant. Kriddelisch beim Essen. He doesn't eat everything. You say tasty or how do you say? It's quite difficult. He doesn't eat everything. In das Kriddelisch. Il est exigeant. Il est difficile. Numéro 8. Wat sind ich geheit? Je me suis fait mal. On s'est disputé. Oh, que t'as un S? On s'est disputé. Je suis super motivé, j'ai beaucoup de problèmes. Was sind ich geheit? Ja, he is picky. Kriddelisch, richtig. Is difficult, richtig. Jasmina, mein lieber Junge, ja, mein Leben schon. Quetsche noch, Monet, voilà. Picky Eater, lach soir, ja. Was sind ich geheit? Was so da do? Je me suis fait mal, on s'est disputé, je suis super motivé, j'ai beaucoup de problèmes. Is fussy. Ja. Nummer 4, j'ai beaucoup de problèmes, c'est un Alexandre. Ja, das ist richtig. Was sind nicht geheilt?
Qu'est-ce que je suis jeté? What am I thrown? Wat sie nicht geheilt. Ganz komisch, wenn ich das so richtig übersehe. Wat sie nicht geheilt, so I have a tough life. Ball fertig. Nummer 10. Ich bin durchgefallen. Nummer 9. Nummer 9. Hein? Nummer 9. Ich bin durchgefallen. J'ai redoublé à l'école. Je n'ai pas ce plat. Je me suis beaucoup amusé. Je ne savais pas. Ich bin durchgefallen. Alexandre, ich schreibe, ja, wir haben beim Polyglot Club gemacht. Den du test. Ich habe verklaut mein Ideen, ich habe verklaut mein Projekt. Ohne mich zu zitieren, was soll ich nicht mehr machen? Plagiat. Ah, das ist ja egal. Das ist schon schon Pension, das Feld geht dann noch. Mehr. Ils m'ont pas raté, hein? Merci les gars. Top. Also, ich bin durchgefallen. Was schreibt er mal hier? I have failed. Redoublé l'école. Ja. Ich bin durchgefallen. J'ai redoublé à l'école. Littéralement, je suis tombé à travers. Ja. I fell through. Ich bin durchgefallen. I failed at school. I'm an epic. Failure. An den letzten, der Bischerwurm, den Zing von Zing. Une peau de vache, une taille de guêpe, une langue de vipère. Je suis comme une boule de flipper. Non, c'est assez flipper. Ah, les Français nous gâtent avec leurs chansons. Un rat de bibliothèque, un Bischerwurm. Sarah. Ma chaussure préférée, ma Levechon. C'est pas vraiment ma Levechon, ma chaussure préférée, c'est plutôt my dear shoe, ma chère chaussure, ma Levechon. L'arsoir, bookworm, un rat de bibliothèque. Ok, un rat de bibliothèque. Littéralement, un ver de livre. Worm. You said bookworm, yes. Mit Zing von Zing! Bravo! Alles richtig! Es geht. Ah, du in drin hast noch The Best of, the Movies Pronunciation. Ja, das sind an der Klasse sind halt so Schüler, die schwätzen wieder ganz komisch erst, das ist witzig. Les mots français qui n'existent pas en luxembourgeois, les faux amis. Ah, Jérôme Lulling a fait une thèse de doctorat und so weiter. Mais das war immens, weil die kleinen Artikel da, ob l'essentiel.lu, an die kleinen Reklame, ob bonjour.lu, da ist ja krudisch 800 Visiteuren, 800 Visiteuren an einem da auf meinem Site. L'essentiel ist impressionant. C'est le numéro 1. Und ich hätte auch gehofft, dass ich eine Kollaboration mit einer so Spielerin machen könnte. Aber es ist leider nicht mehr gekommen. Essentiell, si tu nous regardes. Ich bin immer noch großer Fan vom Essentiel. Wenn wir irgendwie können eine Kollaboration machen, gerne. Voilà! Durchgefallen. La Diarrhée, Amadou. Nee, das ist, ja, nee, du, Entschuldigung, schon falsch gelesen. Du hast recht, Amadou. Den Durchfall. Den Durchfall. Das ist la Diarrhée, ja. Mit Durchfallen, das ist, échoué. Ich meine nicht, dass du ein Lien hast. Sait-on jamais. Voilà, Monsieur Dame, das war mein Programm für heute. Also, da, le Luxembourgeois ist eine petite Contrariété. Ich habe erst den Link nein gemacht, da könnt ihr dann noch spielen. Und dann habe ich noch etwas präpariert. Nee, RTL.lu, also man mein neues Sprachspiel, Nummer 65. Die könnt ihr auch spielen, mit das ohne Übersetzung, sans Traduction. Und dann, ja, meine Internetseite, bonjour.lu, access.lu, die steht auch hier links. Oh, ich kann vielleicht mal meine kleine Reklame abblenden.
eine Reklame für meine Werbetabelle. Voilà. Kontakt, Luxdico, Gmail und so weiter. Und ich blende auch nach, weil ich das so super cool fand, den Textscroller an. Textscroller, Superstar. Merci, dass du so gut matt geschafft hast. Videochat fand ihr auf YouTube. Das all der mehr Dauer. Bis morgen, bleibt daheim, schönen Abend, schöne Ostervakanz, gute Nacht, gute Morgen und so weiter. Okay? Voilà, was schreibt er mal nach? Wir lehren so viel, Mathieu Lachsoir. Mola Sissi, weil du bist der Beste. Jasmina, merci. Katja, merci. Bis morgen, Domenico. Gern geschehen. Schönen Abend, Giselle. Merci gleichfalls. Ja. Passt gut ob ihr ob. Merci, Joro. Wir lehren ganz viel von dir. Gern geschehen, Lachsoir. Sarah, durchfallen, redoublé. Ja. Farbot, it was my first time joining. I really enjoyed. See you tomorrow. Gern geschieht, Farbot. Always welcome. Wafa, gern geschieht, Wafa. Alexandre. Hier schreibt, du gehst als Lust, nicht Wunsch. Lust, letzte Woche zu lehren. Ja. Mir, dir hilft mir. Ja? Mit deren Ideen, das Feedback, das ist wichtig. Und ich hoffe, dass auch nach einer Leute geschwind so Videochatten machen. Da könnt ihr auch auf einer Platz gucken gehen und vergleichen und so weiter. Eddie, bis morgen, das ist ein Highlight von meinem Tag. Geschieht mich. Also, das ist super. Vielmals merci, ja. Stay safe, bleib daheim. Bis nächstes Mal. Au revoir.